Herzlich willkommen zurück zur Let's Play SimCity Städte der Zukunft. Mein Name ist Glabur. Und ja, wir haben gerade eine Zombie-Attacke irgendwo. Ich habe nur noch nicht gefunden, wo die Zombie-Attacke stattfindet. Noch nicht so die Ahnung, wo die Zombie-Attacke gerade stattfindet. Okay, aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier weiterhin um unsere Mitarbeiter. Da ist sogar die Etage proppe voll. Hauen wir jetzt hier noch eine Marktetage drauf. Wir hauen hier mal noch eine Marktetage für die Reichen oben drauf. Wird auch etwas verlangt, wenn man da unten guckt. Ja, also können wir jetzt hier ruhig noch eine Marktetage oben drauf bauen. So, das und das hätten wir. Ich finde, hier sind ziemlich viele kahle Stellen zwischen. Mal gucken. Hier ist alles schon schön zu. Also das muss man wirklich sagen. Der untere Bereich, der baut einfach alles schön dichter. Alles viel zusammen. Und da kriegt man viel, viel mehr Leute unter. Das muss man einfach sagen. Die Technikstufe steigt einfach nicht. Trotz, dass wir eine Universität haben. Also der absolute Wahnsinn. Ich werde jetzt einfach mal beigehen und werde die Grundschule schließen. Ja. Und jetzt müssen alle in die Universität. Mal gucken, ob das vielleicht was bringt. So, unsere Polizei hat wohl ein Mega-Problem, weil die Gefängniszellen voll sind. Gut, dann gibt es hier halt nochmal welche oben drauf. Weil das nächste ist ja wirklich ein großes Polizeirevier zu bauen. 95.000, wir haben da Polizei. Ich würde schon fast sagen, dass man hier die nächste Polizei baut. Oder hier oben. Da haben wir das Klinikum. Hier so, mittig. Oder an die Autobahn. Nein, das wäre mir zu dicht. Hier. Und da kommt dann das nächste Polizeigebäude hin. Was wir auch mit Drohnen ausbauen können. Mit Richterdrohnen sind das nämlich. Bauen wir mal hier so hin. Wenigstens schon mal eine Richterdrohne. So. Großes Polizeigebäude, großes Krankenhaus, große Feuerwehr, die wir natürlich nach und nach noch ausbauen müssen. Aber das sollte eigentlich auch laufen. Unsere Recyclingfabrik sieht eigentlich sehr gut aus. Wir haben natürlich jetzt ganz schön viel normalen Müll, wenn ich ganz ehrlich bin. Wo ist denn unser Müllverbrennungs... Da war unser Müllverbrennungs... Ja, die zwei Verbrennungsöfen, so wie es aussieht, schaffen es wohl nicht mehr ganz so schnell. Also gibt es hier mal noch einen Verbrennungsofen oben drauf. So. Dann sollte der Müll... Ah, wir haben dieses Ding auch nie voll ausgebaut, wenn ich mich erinnere. So. 7. So. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug LKWs jetzt auch gebaut. Dann haben wir das nämlich jetzt voll erledigt. Wir schaffen zwar, aber so geht es schneller. Und, sollte der Müllschalter entfernt werden und dann sind die Leute auch nicht mehr ganz so pissig, denke ich mal. Jetzt müssen wir nur noch das Bildungsniveau nach oben kriegen. Es wäre eigentlich sehr nice, wenn wir das noch schaffen würden, das Bildungsniveau. Zombie zu viel Sonnenlicht im Staub, ja. 7 Zombies gefressen, die Überlebenden gaben an, froh zu sein, weitere bla bla bla. Das konnte ich jetzt gar nicht so schnell sehen. So, wir haben 24 verlassene Gebäude. Ach du Scheiße. Zombie-Attacke. Ja, alles wegen der Zombie-Attacke. Also so unrelevant sind die Zombie-Attacken gar nicht. Das habe ich ja noch nie gehabt, dass wir so extrem verlassene Gebäude haben. Aber gut, so kommt mal wieder ein bisschen Leben in die Hütte. So, dann sollten wir sie eigentlich alle haben. Ja. Sehr schön. Alles erledigt. Was war das denn gerade für eine schnelle Mausbewegung? Kevin, du musst das langsamer machen. Oh, habe ich mal gerade so gemacht, wie ich, wenn ich allein... So,
Das und das hätten wir. Jetzt müssen wir das noch so ein bisschen mit dem Bildungsniveau wirklich beobachten. Also Bushaltestellen haben wir überall. Es ist komplett abgegrenzt, ist das Bezirk mit Schule. Jetzt liegt es wirklich nur noch daran, dass wir hier wirklich mal überfüllte Klassenräume. Ja, jetzt haben wir wirklich mal überfüllte Klassenräume. Wir kriegen aber auch nichts mehr gebaut, außer wenn wir jetzt die nächste Stufe erreichen würden. Hier können wir nochmal das Universitätsschild dahin bauen, was uns natürlich nicht so viel bringt, aber ja, was wir haben, haben wir. So, 150.000 haben wir. Ich wollte die Polizei mit der nächsten Drohne auf jeden Fall ausstatten, würde ich mal sagen. Und wir bauen hier mal einen Streifenwagen hin und das Teil. Und ich würde sagen, hier den Helikopterlandeplatz ist auch nicht so schlecht, ja. Dasselbe machen wir jetzt hier bei der Feuerwehr auch mal. Den Helikopterplatz dahin. Und dann würde ich sagen, können wir hier nochmal so ein... Ja gut, keine Kohle mehr. Okay. Aber das ist jetzt ja auch wichtig in dem Sinne, dass wir das so ein bisschen ausgleichen. Okay, wir haben noch 1100 Drohnen. Hier sind 2000 drinne. Öl haben wir auch nichts mehr drin. Warum haben wir kein Öl? Leute, warum haben wir kein Öl? Importier. Import. Es steht auf Import, Leute. Aber gleich bleibt die Scheiße stehen, weil wir... Ah. Wir brauchen unbedingt Öl. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Öl. Also so richtig rund mit dem Öl läuft das noch nicht. Liegt wahrscheinlich an dem Verkehr, weil hier wieder alles mega voll ist. Aber eigentlich würden die von der Seite kommen oder von der Seite. Also. So tragisch sollte das jetzt eigentlich nicht sein. Ja, das Problem ist, dass uns halt, wenn wir noch eine Omega bauen, ja, wir können hier diese Flugstation ja noch ranbauen. Hier. Helikopter kommt alle 30 Minuten. So würde man das dann auch noch ein bisschen beschleunigen. Und dann kann man hier Rohöllieferungen lassen wir an, aber die Eisenerz machen wir aus, weil wir kommen mit der normalen Sache klar. Und wir können es eigentlich auch anmachen. Wenn es voll ist, ist es voll und dann ist es gut. So, dann kaufen wir jetzt über zwei Quellen ein und dann sollte eigentlich diese ganze Sache einigermaßen gut laufen. An die Prozessoren kommt das nicht, weil wir genug eigene Prozessoren herstellen. So. Die Marktetage sieht ganz gut aus. Wir hauen dann hier nochmal Etage 7. Ist dann nochmal reiche. So, dann haben wir die nämlich mal hier ein bisschen bevorzugt. Die reichen Knackers. Also wir haben 100.000 und wir müssen hier unsere Schwebebahn noch weiterbauen. Und zwar da. Da. Und da. Ich weiß, die Verbindung ist ziemlich dicht, aber es können nur so und so viele in einen Dingen einsteigen. Und daher haben wir so eine ganze Ecke mehr Leute. Ist miteinander verbunden. Sehr schön. Kein Geld mehr. Okay, jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen warten, dass wir hier Kohle kriegen. Aber wir könnten wahrscheinlich schon diese hier miteinander verbinden. Das kostet nicht ganz so viel.
Da fehlt uns gerade wieder ein bisschen die Kohle für. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir sogar schon Minus. Was ist denn jetzt los? Ja, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Kohle machen, auf jeden Fall. Also mal wieder ein bisschen was für Wirtschaft. Wir machen mit Omega zurzeit 22.000. Das Problem ist natürlich auch, dass wir kein Rohöl hatten. Und dadurch, dass wir kein Rohöl haben, kommt dieses Problem aus, dass wenn wir... Ich bin SimCity, ich schmeiß dich einfach raus. Wenn wir kein Rohöl haben, dass wir dann natürlich Probleme bekommen mit Omega. Und wenn wir kein Omega haben, gibt es dann diese Probleme, dass wir mit den Leuten, dass die Leute, dass Omega uns dann kein Geld einbringt. So. Zu spitzer Winkel. Bis hierhin geht's. Ja, das geht nicht anscheinend. Okay. Das geht auch nicht. So. Achso, zu wenig Geld, okay. Ja, die Omega hat gleich schon wieder keinen. Also, dass das Rohöl nicht kommt, das verstehe ich nicht. Echt nicht. Na gut, wir gucken uns jetzt mal hier. Wir dürfen updaten. Was ist jetzt hier? Keine Ahnung. Wir dürfen auf jeden Fall updaten. Das ist sehr schön. Ja, jetzt ist das Ausrufezeichen auch weg. Jetzt dürfen wir 6.000. Boah, Leute. Ja, dann können wir gleich die nächsten Andockstationen da bauen. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Schwebebahn weiterbauen. Zu spitzer Winkel, Mama. So. Das wäre jetzt hier überhaupt erstmal die miteinander verbinden. Hier unten ist nämlich alles miteinander verbunden. Dann können die nämlich hier auch wegfahren. Zwar jetzt bis jetzt nur über eine Linie, was ein bisschen blöd ist. Aber ich kriege die halt nicht miteinander verbunden. Das würde noch gehen. Das macht er auch. Ja, jetzt macht er das auch. Na gut, jetzt haben wir sie doch alle miteinander verbunden. Sehr schön. Warum denn nicht gleich so? So, dann bauen wir hier aber nochmal. Kann man den vielleicht ein bisschen höher legen? Der Macher wahrscheinlich nicht. Wird nicht funktionieren, okay. So, dann machen wir da noch eine Ausanfahrt. Hier setzen wir dann schon mal eine hin, die dann da angeschlossen wird und hier angeschlossen wird. So, dann hätten wir nämlich hier auch schon mal eine Zufahrt. So, jetzt sind wir schon bei 82.000 Leute. Also das ist schon richtig heftig, Leute. 82.000 Leute. Das ist echt schon heftig. Was macht der ganze Turm? Der ganze Turm macht jetzt schon 4.000 plus. Das ist natürlich auch schon sehr nice. Ich werde auf jeden Fall noch eine Werbereklame oben drauf setzen, weil wir da wieder Markt und eine Arbeiteretage drauf haben. Endlich kommt hier mal ein bisschen Öl rein. Es wird ja auch mal... Upsala. Ja, wir... Wie, das Handeln macht ziemlich viel Spaß, oder? Wir können eine Handelszentrale aufstellen und damit richtig ins Geschäft einsteigen. Bürgermeister, mit einer Handelszentrale können wir alle möchte gern Bürgermeister zeigen, dass wir zu den größten Tieren gehören.
So. Ja, wir haben hier zwar immer noch kein Öl drin, aber der Großteil läuft und das ist schon mal ein großer Vorteil. Das und das hätten wir. Achso, ich muss die Universität noch weiter bauen, Leute. Wir nehmen Justizuni oder Naturwissenschaft. Wir nehmen Justizuni, die hier leider mal wieder nicht hinpasst. Scheiße. So war das aber nicht geplant. Ah gut, aber da kriegen wir noch eine hin. Okay, machen wir auf jeden Fall, weil wir brauchen die Scheiße. Weil jetzt kriegen wir 2800 Leute rein. Und wenn wir natürlich das nächste Update auch noch schaffen, dann haben wir das erste Mal eine Uni wirklich komplett ausgebaut. Was mich natürlich sehr freuen würde. Nicht genug Omega. Ja, das Problem werden wir auch bald angehen, dass wir nochmal mit Omega beliefern. Das ganze Problem ist, ich brauche erstmal, dass eine Omega-Fabrik überhaupt richtig läuft. Und wenn das nicht der Fall ist, Leute, dann brauche ich die zweite auch nicht bauen. Ja, die Prozessoren haben wir auf jeden Fall genug. Hier können wir jetzt die lokale Lieferung mal anmachen. Den Export mal gerade auf lokal halten. So, dass jetzt hier mal gerade ein paar Prozessoren reingefeuert werden. Normalerweise müssten sie jetzt die Prozessoren da jetzt hinfahren. Und dann sollte das eigentlich gut laufen. Beobachten wir mal gerade 1000, 2900, okay? Lokal wieder ausmachen. Und die Prozessoren Export. Zack. Upsala. Hätten wir. Sehr schön. 2900 Prozessoren reichen erstmal. Für eine ganze Zeit. So, ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten bei SimCity, Städte der Zukunft. Und wir hören uns morgen wieder. Hier nochmal eine ganz kurze Info. Ich habe im letzten Video das schon gesagt. Wer Lust hat, mir einen Trailer zu bauen, was ich vor den Videos mache, was ziemlich kurz ist, nicht so lang, Leute, dann bitte mich bei Facebook anschreiben, wenn ihr sowas bauen wollt. Oder einen fertig habt und dann mir bitte bei Facebook posten. Wäre sehr nett. Und sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Glabur. Ciao, Ilaui.